Jo, was geht ab? Sebastian hier für Authentisch Männlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einem neuen Tag hier in Budapest. Heute möchte ich nochmal über ein Thema sprechen, was ich für sehr wichtig halte, gerade wenn es darum geht, Frauen in alltäglichen Situationen kennenzulernen. Und wir werden oftmals abgehalten von einem Gedanken, der da sagt, das ist ja gar nicht normal, was ich hier mache. Und das ist einer der Hauptgedanken, die uns davon abhalten, wirklich ins Handeln zu kommen, weil wir glauben, dass das, was wir tun, komisch sei oder irgendwie nicht erwünscht ist. Ich werde mit dir darüber sprechen, wie du mit diesem Gedanken besser umgehen kannst und gleichzeitig auch, was du tun kannst, damit du nicht mehr so krass darüber nachdenkst, was du eigentlich da machst und wie du viel entspannter in alltäglichen Situationen Frauen kennenlernen kannst oder generell Menschen kennenlernen kannst, weil das sind fundamentale Prinzipien, die universell anwendbar sind und nicht nur auf das Ansprechen von Frauen sich beziehen. Es ist auf jeden Fall hier glühend heiß in Budapest. Ich glaube, wir haben so um die 25 Grad, aber es ist gefühlt einfach viel, viel wärmer. Ich nehme euch jetzt mit zum Riesenrad, wo wir mal eine Runde mit drehen werden. Und das Riesenrad ist ja so ein bisschen, also das Budapest-Ei ist ja das Wahrzeichen hier der Stadt und man sieht es quasi von jeder Ecke. Ich war ja im November schon mal hier, aber ich war nicht drauf. Jetzt werde ich es mal tun und ihr seid natürlich live mit dabei. Ich bin sehr gespannt, ich lasse mich überraschen, was es da für eine Aussicht gibt und ja, schauen wir mal. So, es geht los. Ich bin kurz davor. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber schauen wir doch mal. Heißt noch ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen, so überhaupt erstmal sozialer zu werden oder wo ich mir gesagt habe, ja, jetzt möchte ich auch mal Frauen im Alltag kennenlernen. Ich bin rausgegangen, ich war alleine unterwegs, ich hatte niemanden dabei, ich hatte keine Freunde dabei. Ich habe gesagt, ich mache das mal alleine und probiere das einfach mal aus. Das sieht ja immer so ganz einfach aus in den Videos. Und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, so, jetzt mache ich das aber mal. Bin in die nächstgrößere Stadt gefahren und habe auch die eine oder andere interessante Dame gesehen. So, was habe ich gemacht? Nichts natürlich. Und je länger ich da rumgelaufen bin, desto schlimmer wurde es. Die Gedanken wurden immer krasser, negative Gedanken und ich bin immer mehr in meinen Kopf gegangen. Das heißt, ich konnte gar nicht mehr wirklich die Umgebung wahrnehmen. Ich war die ganze Zeit in meinen Gedanken unterwegs und hatte so Gedanken wie, ja, was ist, wenn die anderen sehen, was ich jetzt hier mache? Als wäre das etwas Komisches. Und dabei ist doch das Kennenlernen von Menschen in alltäglichen Situationen etwas ganz Normales oder zumindest sollte es etwas ganz Normales sein. Wenn du dir mal die Interviews anschaust, die wir schon mehrfach gemacht haben zu dem Thema oder auch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit Frauen, ist, dass einfach viele gesagt haben, hey, das wäre so cool, wenn mich mein Mann im Alltag ansprechen würde. In den wenigsten Fällen passiert das und gerade die gut aussehenden Frauen, die haben da sowieso noch mal ein größeres Problem, weil die fast nie angesprochen werden, weil jeder Mann denkt, boah, nee, da kann ich ja jetzt nicht hingehen, die wird ja von Tausenden angesprochen. Was aber in den meisten Fällen gar nicht stimmt. Gerade die, die richtig gut aussehen, da denken sich viele, um Gottes Willen, die hat bestimmt einen Freund, da kann ich jetzt nicht hingehen. Und generell, was ist, wenn das andere sehen und so weiter und so fort? Das ist für viele ein riesengroßes Ding und das war es für mich auch. Und eine Sache sei dir schon mal gesagt, Frauen lieben das, wenn sie auf eine interessante Art und Weise kennengelernt werden. So, schau mal, welche Filme es auf dem Markt gibt. Was gucken sich Frauen gerne an? Das sind meistens Situationen, die ganz spontan entstehen oder aus alltäglichen Situationen heraus entstehen. Und ich finde, wir sind in der Verantwortung, ihnen genau solche Möglichkeiten zu eröffnen, weil das ist doch die Geschichte, die sie am Ende des Tages erzählen möchte. Sie will nicht erzählen, ja, ach, ich habe da wieder so einen Typen online gematcht bei Tinder, das war dann Nummer 23, der war dann ganz cool, alle anderen waren irgendwie komisch oder was auch immer, sondern sie möchten die Geschichte erzählen, hey, mich hat da jemand angesprochen heute und das war voll cool, der war auch ein bisschen nervös. Das ist genau die Geschichte, die Frauen gerne erzählen wollen. Und das ist Punkt 1. Und die zweite Sache ist, einfach mal ein bisschen sozialer zu sein. Ich habe heute mich hier in diesem wunderbaren Park mit einer Dame unterhalten, die war ja ein bisschen zu jung für mich, die war so 18, 19 rum. Ich habe die einfach mal angequatscht und wir hatten ein nettes Gespräch, auch wenn sich so herausgestellt hat,
das ist nicht so wirklich was für mich. Aber es war eine coole Konversation und es ging mir darum, es einfach zu machen. Ich bin hier in einem Land, wo ich niemanden kenne. Und da ist es umso wichtiger, einfach mal sozial zu sein, anstatt die ganze Zeit alleine rumzulaufen. Und das ist auch der Grund, warum alleine Reisen ja so viel mit Komfortzone verlassen zu tun hat. Weil man Dinge tun muss, man muss sich dazu zwingen, einfach mal ins Gespräch zu kommen. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir sozialer unterwegs sind, fällt uns das Kennenlernen von Frauen in alltäglichen Situationen auch gar nicht mehr so schwer, weil wir schon in einem sozialen Modus drin sind. Das heißt, wenn du die ganze Zeit alleine durch die Gegend läufst und dann sagst, oh, jetzt muss ich aber ein Gespräch führen, dann wird das vielleicht wahnsinnig schwierig. Aber wenn du dich schon vorher mit mehreren Menschen unterhalten hast, dann bist du in diesem sozialen Modus drin. Und der erste Schritt, sozialer zu werden, bedeutet, sozialer zu denken. Sozialer zu denken hat auch nicht zwangsläufig was nur damit zu tun, Frauen anzusprechen, sondern du kannst ja in allen möglichen Situationen sozialer sein. Das kann zum Beispiel sein, wenn du irgendwas einkaufst oder jetzt gerade wie ich, der sich jetzt ein Ticket gekauft hat für das Riesenrad, dass es nicht nur dieses Hi, ich hätte gern das Ticket, tschüss, ist, sondern dass du einfach zwei, drei Sätze mehr redest. Ich habe erzählt, dass ich mit dem ungarischen Geld jetzt noch nicht so gut klarkomme, mit dem ganzen Umrechnen und so weiter. Und das waren auch wieder so eine lustige Situation. Und dann hat sie noch ein paar Sätze dazu erzählt und dann habe ich noch was gesagt. Und dann, ja, viel Spaß, ciao. Und das ist dann auch schon gut. Einfach mal so ein bisschen den sozialen Motor anschmeißen beim Einkaufen. Einfach mal sagen, na, wie lange geht deine Schicht noch? Ach, dann hast du es ja schon bald geschafft, was auch immer. Einfach mal ein bisschen mehr reden als nur Danke und Tschüss. Und das macht dir auch schon entsprechend gute Gefühle, weil wir Menschen sind vom Prinzip her soziale Wesen. Dieses, ich kann nicht so gut unter Menschen, das ist eigentlich das, was wir gelernt haben, was wir irgendwann mal wieder verlernen sollten. Das Normale ist, dass wir in Gruppen unterwegs sein sollten. Wir sind dazu gemacht, miteinander klarzukommen. Und alleine in der Zeit vor ein paar tausend Jahren hätten wir nicht überlebt. Wir haben uns immer soziale Gruppen gesucht. Und das fängt immer an, indem irgendeiner den ersten Schritt macht. Und selbst wenn es Fremde sind, die du nicht kennst, ja, irgendwann hat man uns mal gesagt, du darfst nicht mit Fremden reden. Aber Fremde können auch irgendwann zu Freunden werden, können auch irgendwann zu Liebespartnern werden, was auch immer. Es ist so viel möglich, wenn wir einfach mal uns von diesem Gedanken befreien, dass man das nicht machen sollte oder dass man generell nicht mit anderen Menschen sprechen sollte. Und oftmals haben wir auch so eine Idee von, wir belästigen die ja oder die wollen das bestimmt nicht. Ja, die Leute haben auch einen Mund und können genau kommunizieren, wenn ihnen etwas zu viel ist. Deswegen mach, schmeiß dich rein und wenn du merkst, irgendwie passt das nicht so, dann gehst du halt wieder raus aus der Situation. Ganz einfach. Das bedarf es auch, ne? Ein bisschen kalibriert zu sein. Aber das kannst du, das haben wir gelernt, das können wir, das wissen wir. Es ist eher so, dass wir zu wenig machen, statt zu viel zu machen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schmeiß den sozialen Modus an, schmeiß das soziale Denken an und sage, hey, ich guck mal einfach, was heute so geht und spreche einfach mal mit jedem. Und dann fällt es dir auch viel leichter, das Gespräch zu suchen mit einer Frau, die du optisch attraktiv findest. So, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns gerne ein Like da, ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.